Moin Moin, liebe Traderinnen und Trader. Mitte der Woche, Bergfest sozusagen. Einige wichtige Nachrichten sind schon durch. An den Indizes rumpelt es weiterhin zur Unterseite. Das Doji-Signal im Dow hatten wir ja auch schon besprochen. Und da gibt es auch immer mal wieder die Versuche zur Unterseite rauf. Ich bin mal echt gespannt, wie die Handelswoche zu Ende gehen wird, gerade bei den Indizes. Da wird schon einiges an Korrekturen momentan auch laufen. Bei den S&P und im Nasdaq sieht man es ja auch ganz, ganz deutlich. Da ist jetzt die Ausweitung tatsächlich da. Das ist ja hier auch schon diskutiert worden innerhalb der Meetings hier morgens. Kam auch immer mal der Kommentar, ja, jetzt geht's los mit der Korrektur. Und wir haben es tatsächlich, der Markt spielt die Seite nach unten hin. Der große Chartcheck am Freitag, der wird Zeit, da schauen wir mal rein. Heute das Thema ein bisschen mehr währungslastig. Wir schauen zum Beispiel auf das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Wir schauen mal so ein bisschen auf die Situation im Euro. Wir schauen mal so ein bisschen auf die Situation, ich gucke gerade mal hoch auf die Ticker hier, im Austral-Dollar. Das sieht relativ interessant aus, was dort passiert. Kan-Dollar schlägt auch irgendwo oben an, aber da könnte es durchaus bald ordentlich rausgehen. Also interessant ist es auf alle Fälle, was bei den Währungen gerade passiert. Da läuft einiges relativ stabil. Dort, wo es läuft, ja, da läuft es. Man sagt ja immer, wenn es läuft, lass laufen. So haben wir das Ganze da. Und dann natürlich gerne die ein oder andere Frage hier in den Chats. Ich sehe gerade auch, die Rückmeldung ist schon da. Hier zumindest im Facebook sehe ich die guten Morgengrüße, dass Ton und Bild gut sind. Zoom schläft noch so ein bisschen. Mal sehen, vielleicht mag irgendwann mal irgendjemand wenigstens guten Morgen sagen, dass ich sehe, dass dort alles gut ist. Also legen wir mal los mit dem, wie immer, der Tagesvorbereitung an dieser Stelle. Der Risikohinweis darf da natürlich nicht fehlen. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und da rappelt es auch schon im Zoom. Moin, moin, Leute, danke. Von wegen, ihr schlaft noch. Ja, ja, alles klar. Ich sehe, auch die Zoom-Zuschauerinnen und Zuschauer, die sind wach und können hier folgen und hoffentlich die ein oder andere Idee entsprechend auch mitnehmen. Wir gucken auf die Nachrichten. Ja, Nachrichten, gibt es eine ganze Menge. Heute haben wir schon bekommen die BIP-Zahlen vom Dezember. Da sehen wir hier auf Jahresbasis einen Rückgang um minus 2,7%. War klar, ganz deutlich auch zu sehen. Das haben wir ja auch schon aus diversen anderen Medien gesehen durch Covid-19. Da war natürlich ganz klar der Export etwas eingeschränkt. Das wird sich aber wieder bessern. So zumindest der Ausblick der, ja, sag ich mal, Firmenlenker in den entsprechenden Bereichen. Ansonsten heute im Laufe des Tages, wir sehen es hier auf der Grafik, wir bekommen eine Rede vom Bank of England Mitglied. Um 16 Uhr gibt es dann eine weitere Stellungnahme von Powell. Übrigens sehr interessant, was hier Powell auch sagt. Ich gehe am Freitag hier auch zum Thema Inflation auch nochmal auf Details seiner Rede ein. Am Rande hier an dieser Stelle nur kurz erwähnt, er hat ganz klar und deutlich gesagt, die Fed wird an ihrer Struktur, wie sie jetzt momentan arbeitet, nichts ändern. Punkt. Und das Thema Inflation, das weiß die Fed, das sieht die Fed. Ja, da liest man in den Foren hin und wieder auch anderes, dass die Fed nicht weiß, mit der Inflation auch umzugehen. Die wissen schon genau, was sie tun. Zumindest ist das mein Eindruck. Und sie haben halt Ziele. Und die Ziele müssen verfolgt werden. Und zu dem Thema Inflation, das ist halt wirklich etwas, das geht momentan durch die Reihe durch. Das liest man in den Medien überall, egal ob hier bei uns in Deutschland oder in Amerika. Das Inflationsgespenst geistert rum. Wie schon gesagt, am Freitag dazu mehr an dieser Stelle. Es kommt halt immer wieder auch zu den Tagen, ja, guck dir mal Soja an und, die haben sich verdoppelt. Ja, na klar, ich sehe das Ganze auch. Aber bitte, das ist ganz klar, das ist ganz normal, dass man auf sowas auch schaut, aber wie soll ich das sagen? Es ist halt nicht alles. Es gibt da noch ein paar mehr Dinge, die man beachten sollte, wo man hier an dieser Stelle auch genau hinschauen sollte, um zu sehen, ob diese Panik, die wir jetzt teilweise dadurch schieben, wirklich so gerechtfertigt ist, wie sie ist, oder aber ob das nur eine Phase ist, die sich wieder beruhigt, ja, weil das gerade ein wichtiges Thema ist und dann ist gut. Also,
das wird Powell heute auch ein bisschen beleuchten. Und Powell steht ja auch vor der Amtsverlängerung. Das heißt, sein Amt läuft 2022 aus und es wird, denke ich mal, nicht mehr allzu lange dauern, bis auch irgendwann eine Entscheidung getroffen werden wird, ob Powell nochmal 4 Jahre weitermacht oder nicht. Alles das wird uns in den nächsten Monaten bevorstehen und ich denke, da werden wir schon einiges an dieser Stelle noch mit hören. Ansonsten am Nachmittag hier Verkäufe neuer Häuser in den USA und die Rohöllagerbestände. Bei den Rohöllagerbeständen, da möchte ich gerne nochmal auf den gestrigen Tag gucken. Da hatten wir einen Anstieg der API. Rohöllagerbestände. Man hat eigentlich mit einem Rückgang von über 5 Millionen Barrel gerechnet. Es sind aber kein Rückgang passiert. Ein Zuwachs. Überraschung. plus ein bisschen mehr als 1000. Also das ist eine Überraschung für den Markt. Ölpreis reagiert auch drauf. Gucken wir uns gerne auch direkt gleich mal noch mit an dieser Stelle zum Thema Öl. Das ist übrigens auch hochinteressant im Öl. Da habe ich wichtige Marken im Blick, wo wir möglicherweise bald vor einem Richtungswechsel stehen. Na, der Frühling kommt, es wird weniger geheizt. Möglicherweise geht der Engpass an Öl auch wieder ein bisschen zurück, weil weniger produziert werden konnte durch den harten Winter in den USA. Da gibt es einiges, auf das man schauen sollte. Hochinteressant, auch hier mit Blick auf diesen Rohstoff. Und damit von meiner Seite her genug geplaudert um das, was es rundherum gibt. Ich mache es wie immer einmal den Chart ganz groß, damit den alle entsprechend sehen können. Und damit Rock'n'Roll hier, der Blick zunächst in die Währungen. Ne? Fragen sind auch schon gekommen, Euro, Schweizer Franken, werden noch zusätzlich gefragt und wie schon gesagt, das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken ist heute mein Main Act. Warum? Das erkläre ich sofort. Und zwar hier, wir sehen es, der Aufwärtstrend setzt sich fort. Das ist doch mal eine feine Geschichte, oder? Wir sehen es hier an dieser Stelle sehr, sehr schön, sehr, sehr deutlich. Wir hatten das Währungspaar schon besprochen, als wir hier über die 0,8920 drüber gelaufen sind. Das war das Zwischenhoch aus dieser Abwärtsphase hier, aus diesem Abwärtstrend. Da sind wir rangelaufen, haben korrigiert, haben einen Trend gemacht und damit haben wir das Trendhoch markiert, grob bei 0,9045. Dann haben wir eine ordentliche Korrektur gesehen, hier unten deutlich wieder unter den Verkaufs- oder unter den letzten Kaufbereich drunter. Aber dann ist der Markt direkt wieder durchgestartet hier. Das Spike Low in der Korrektur haben wir gehabt bei 0,8871. Das war das Tief hier unten. Und danach, zack, 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 haben wir wieder einen kleinen Aufwärtstrend. Der ist hier entstanden. Und jetzt sind wir gestern schon über das Zwischenhoch gelaufen. Und jetzt kommt es halt drauf an. Wir brauchen einen Follow-Through-Day. Wir sind schon gut in den Tag reingestartet hier oben drüber. Das ist auch schön zu sehen. Wir sehen auch, dass in den kleinen Zeiteinheiten... Jetzt habe ich mich an mir selber verschluckt, Entschuldigung. Quasi, wir sehen, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Eieieiei, meine Güte. Also, hier an dieser Stelle sehen wir den Fortgang des Aufwärtstrends und der hat jetzt doch deutliches Potenzial zur Oberseite. Wenn wir uns den Tageschart mal eben anschauen wollen, dann sehen wir, selbst wenn ich den mal ein bisschen kleiner mache, dass jetzt Luft nach oben da ist. Und diese Luft nach oben hat den nächsten großen Deckel hier oben erst im Bereich etwas um die 2,90, also 0,92. Da ist wirklich viel, viel Luft zur Oberseite da und das ist etwas sehr, sehr Gutes zu sehen. Das heißt, wenn der Bullenmarkt hier tatsächlich weiter anhält, wäre es nicht außergewöhnlich, wenn der Markt hier zur Trendfortsetzung direkt hoch in Richtung 0,92 läuft. Die Unterseite müssen wir mal so ein bisschen mit beleuchten. Die möchte ich natürlich der Vollständigkeit halber hier an dieser Stelle nicht rauslassen. Sollte es hier zu einem Fake Breakout gekommen sein, hier nach oben, also ähnliches wie dort, nur dass das eine ganz, ganz andere Situation jetzt ist, ja, müssen wir die Unterseite mit angehen. Wenn wir uns das mal auf Tagesbasis anschauen wollen,
dann sehen wir ganz klar hier, das Zwischentief hier unten ist erstmal wichtig bei 0,8934, beziehungsweise dann hier der Auffangbereich, wo wir hier über dieses Level der Trendbildung gekommen sind und dann unten die größeren Auffangbereiche bei 0,8871, das Zwischentief hier, beziehungsweise am ersten Trendtief bei 0,8838. Das möchte ich jetzt hier nur sozusagen mit in den Raum bringen, weil diese Marker da sind. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass dieser Markt so einfach in sich zusammenbrechen wird, weil hier haben Kräfte gewirkt, die ganz einfach die Kurse so weit geschoben haben. Und ich glaube nicht, dass die, wenn wir keine massiven negativen Nachrichten bringen, die diese Umkehr bedingen würden, dass wir da unten reinlaufen. Und mit Blick und das, was wir hier entsprechend im Tageschart auch noch sehen, können wir gleich auch auf der Oberseite noch ein paar Werte reinlegen. Und zwar haben wir hier die kleinen Zwischenhochs obendrauf. Also hier dieses Level im Moment hier, also dieser Bereich um die knapp 0,9090, beziehungsweise hier oben dann das Swing High obendrauf um die 0,9145 bis 47 hier oben in diesem Schwungbereich. Das wären mal Anlauflevel, die wir auf dem Weg nach oben auch noch mitnehmen können. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch eben an in den kleineren Zeiteinheiten. Ich habe im Blog über den Stundenchart, über den Stundentrendverlauf auch geschrieben, hier an dieser Stelle. Und da sehen wir natürlich, was ich gerade im Tageschart gezeigt habe, auch hier unten das Zwischentief. Das sehen wir auch schön im Stundentrend, was wir hier haben, dass das schon eine relativ wichtige Marke ist. Aber wenn wir hier tatsächlich nochmal einen Rücksetzer bekommen sollten, ja, dann ist das alles auch auf Grundlage dieser Ausgangsbasis für die Long-Geschichte, Thema Trendfortsetzung, das ist jetzt mal kein Beinbruch. Ne? Wir sehen hier oben den alten Zwischenwiderstand bei 0,9045, den habe ich mal rot markiert gelassen. Da ging es drüber, dann drunter, jetzt sind wir wieder drüber, jetzt kommen wir hier zur Korrektur. Solange wie wir hier an dieser Stelle nicht unter die 0,9028 drunter fallen, was das letzte Zwischentief ist, ist das Thema Korrektur auch überhaupt nicht in der ausbaufähigen Phase. Nimmt der Markt aber das Level raus, beziehungsweise hier den knapp drunter liegenden Ausbruchsbereich um die 0,9028, an dieser Stelle sollten wir mit einer Korrekturausdehnung rechnen, aber auch das ist dann noch nicht dramatisch. Das heißt, an dieser Stelle den Markt schön zur Unterseite rauszunehmen, die korrektive Phase auszudehnen, da haben wir ein paar schöne Anlaufpunkte. 0,8995 hier das Zwischentief, beziehungsweise hier unten 0,8949. Das sind mal schöne Anlaufpunkte für eine korrektive Phase, aber wie schon gesagt, momentan sieht der Markt alles andere als schwach aus und das ist natürlich dann genau das, was wir hier an dieser Stelle entsprechend auch mit brauchen. Also das hier US-Dollar, Schweizer Franken und wir bleiben mal kurz noch beim US-Dollar bzw. beim Schweizer Franken und schauen mal kurz auf das Währungspaar Kan-Dollar, Schweizer Franken. Das heißt an dieser Stelle mal der Schwenk rüber, aber weiterhin die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Franken, weil der Schweizer Franken halt momentan wirklich sehr stark zur Schwäche neigt und deswegen das Währungspaar hier mal einfach mit besprochen. Das heißt hier kurz das Fenster mal zu wechseln, muss mal kurz schauen, ob ich Kan-Dollar Schweizer Franken hier schon überhaupt auf der Uhr mal hatte. Hatte ich hier an dieser Stelle noch nicht. Das heißt, wir machen einfach mal das Fenster entsprechend auf und dann schauen wir uns hier das Währungspaar einfach mal an. Wie immer natürlich zunächst im großen Zeitrahmen das Ganze hier zu sehen. Ne? Wir sehen hier oben im Kleinen schon natürlich, wie stark das Paar zurzeit auch an dieser Stelle an den Märkten unterwegs ist. Und das Ganze lassen wir uns nicht entgehen und wir schauen zunächst mal kurz hier auf den Wochenchart. Da sehen wir natürlich das Ganze sehr, sehr gut laufen, das hier oben rauszugehen. Und wenn wir hier tatsächlich zur Trendfortsetzung kommen, dann könnten wir durchaus deutlich weiter hochlaufen. Aber der Ausbruch ist gerade am Laufen. Und da muss man einfach sehen, wie es hier weitergeht. Und das ist die große Frage, ob wir direkt durchlaufen oder aber, ob wir da erst einmal noch einen kleinen Rutsch nach unten sehen werden. Und das ist echt eine hochinteressante Story, denn der Bereich, wo wir jetzt hier oben sind, ist halt ein Widerstandsbereich, den wir hier drüben schon mal gehabt haben. Also hier wirklich an dieser Stelle und wenn man das mal noch ein bisschen tiefer fängt,
hier hat das Ganze auch schon mal eine sehr, sehr gute, deutliche, an dieser Stelle eine sehr, sehr gute, deutliche Reaktion ausgeübt. Und da ist jetzt die Frage, läuft der Markt tatsächlich drüber oder aber kommt es auf Grundlage dieser starken Dynamik, die wir hier oben haben, erst einmal zu einem Rücksetzer? Und deswegen ist das die Tatsache, wie wir hier die Planung machen können. Und zwar die Planung von der Seite her, die, sag ich mal, Woche stark zu laufen zu sehen, der Tag auch, sag ich mal, deutlich nach oben gelaufen und das Ganze hier mal mit dem Ausblick zu sehen. Denn die Oberseite ist schon da. Ne? Also hier oben, oberen Anlaufpunkte hier, wartet mal, ich mache das mal ganz kurz in Rot, die 74,45 in etwa. Das ist schon ein starker Marker da oben, ne? Und der ist auch durchaus ein gutes Kursziel, aber wir brauchen erstmal die Bestätigung oben drüber und solange, wie wir diese Bestätigung oben drüber noch nicht haben, ist das halt ein dickes Widerstandslevel hier oben auch und das ist ein guter Anlaufpunkt zur Oberseite rein, wenn die Bestätigung kommt. Blick in den Tag hinein, sehen wir hier sozusagen laufen, oben in das Widerstandslevel rein. Also auch der Tag in einer weiten, weiten, starken Bewegung oben rauf. Und da muss man einfach sehen, hat der Markt jetzt tatsächlich die Kraft, dort so volle Pulle einfach durchzulaufen? Oder kommt es kurz zu einem Rücksetzer? Und das Thema mit dem Rücksetzer schauen wir uns mal ganz kurz an, weil das ist wieder so eine schöne Verortung, die wir hier entsprechend haben. Und zwar, wenn wir uns das Ganze mal kurz im 4-Stunden-Chart anschauen wollen, da sehen wir hier auch das Ganze schön in der Bewegung und auch hier massiv nach oben. Und da wäre es jetzt halt wirklich mal gut zu sehen, kommt ein Innehalten? Wenn ja, wie tief läuft das Innehalten? Und was wir hier jetzt schon für eine Setup-Planung sagen können, wenn der Markt hier oben drüber läuft, ja, über dieses Zwischenhoch oben drüber, dann haben wir gute Chancen, direkt oben durchzulaufen. Vielleicht eine hohe Konsolidierung, das müssen wir uns alles ein bisschen anschauen. Aber wenn es zum Rücksetzer kommt, dann wird es erstmal sehr, sehr spannend, was passiert hier an diesem kleineren Ausbruchsbereich, den wir dort haben. Ich mache das mal kurz in grün hier. Das wäre quasi grob das Level um die 0,7134. Dann heißt das halt, das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Läuft es da drunter, dann wird es sehr spannend zu sehen, hier unten die Zwischentiefs einfach mit anzulaufen. Also hier grob gesagt an dieser Stelle die 0,7085. Dann hier ist dieses Level die 0,7048 bis 0,7050. Das ist so ein Band, das wir hier wieder haben. Nein, ist sogar die 0,7060 hier. Das ist der Ausbruchsbereich, das Zwischentief, die Trendentstehung hier, die kleine. Das sind alles Anlaufmarken, die wir dort oben haben oder beziehungsweise hier auf der Unterseite dann, ohne dass man gleich davon ausgeht, dass dieser Ausbruch ein kompletter Fehlausbruch wird. Also das wird sehr, sehr interessant, aber die große dynamische Ausweitung hier könnte durchaus mal zu einem Rücksetzer zumindest mal zum letzten Ausbruchslevel führen. Bleibt das aus, dann haben wir echt die Chance, schön nach oben durchzuschieben. Und das bleibt wirklich sehr, sehr, sehr spannend hier an dieser Sache. Also, das der Punkt, den wir hier an dieser Stelle entsprechend haben im Kandoller Schweizer Franken. Und damit schauen wir mal noch, bleiben heute so ein bisschen frankenlastig, weil wir hier an dieser Stelle auch eine Frage haben. Und zwar schauen wir hier jetzt nochmal auf das Währungspaar Euro-Schweizer Franken. Ne? Da geht die Luzi nämlich gerade ordentlich nach oben ab. Also wir sehen es, was hier passiert ist. Der Markt geht komplett oben durch hier an dieser Stelle. Das ist eine megamäßige Rallye, die wir hier an dieser Stelle haben. Das hätte ich persönlich so überhaupt nicht für möglich gehalten, dass wir so einen Schub zur Oberseite hin bekommen hier an dieser Stelle. Also das ist echt eine irre Geschichte. Und da macht es auch überhaupt keinen Sinn, jetzt erst einmal die kleinen Zeiteinheiten anzuschauen, sondern wir müssen da wirklich mal die Woche anschauen. Und das ist halt immer auch so ein Grund. Die Woche ist da ganz, ganz wichtig, denn wir laufen hier oben jetzt in den Bereich eines Verkaufslevels rein. Das heißt, hier oben haben wir die Marke liegen. Moment, da oben, also dieser Bereich hier oben, da hatten wir auch die Hochs, die Spike-Hochs gehabt. So grob um den Bereich von 1,1060. Das ist mal sozusagen das Widerstandslevel an dieser Stelle. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, wo es hingeht. Und wenn wir uns das mal im engeren Bild noch anschauen wollen, das hier drüben ist ebenfalls ein kleiner Verkaufsbereich. Also hier hatten wir ja kurz die Wende gesehen und dann kam der starke Abverkauf. Und wir sehen jetzt halt wirklich die hohe Dynamik. Und damit haben wir
sage ich mal, in relativer Nähe, ja, immer relativ zu sehen. Es ist schon noch ein Stückchen Weg bis da oben hin, was wir nehmen können. Wenn wir das mal auf Tagesbasis sehen, dann können wir das auch gut mit einordnen. Da haben wir natürlich ohne weiteres hier die Situation zu sehen, 1,10, knapp 30 wäre mal dieses Level hier oben. Sollten wir Schwäche reinbekommen, das ist dann natürlich ein Grund zu sagen, jetzt mal bitte in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen, weil hier sehen wir auch diese massive Übertreibung zur Oberseite auch mit rein. Und sowas baut sich halt erfahrungsgemäß irgendwann mal ein kleines Stückchen ab. Und wenn wir uns das mal entsprechend anschauen wollen, dann ist halt sozusagen die Tatsache wirklich so, dass wir hier weit nach oben gelaufen sind, und wenn wir eine Korrektur bekommen sollten, dann können wir uns hier so an ein paar Zwischenmarkern sozusagen ransetzen. Das heißt, hier an dieser Stelle ist halt die Sache so gegeben, hier die 1,0967 in etwa, das Zwischentief Nummer 1 als Anlaufpunkt, und dann schön an den Zwischentiefs orientieren. Auch hier die 1,09, knapp 30 haben wir liegen, und dann können wir das Ganze noch ein Stück weit nach unten ziehen. Hier die 1,0875. Also das sind tatsächlich Level auf der Unterseite, wo ich ganz klar sagen kann, wenn wir eine Korrektur bekommen, sind das mal planbare Anlaufpunkte. Da müssen wir aber wirklich erstmal schauen, was hier oben passiert. Wenn der Markt so crazy bleibt und dort einfach weiter oben durchsprintet, dann ist das halt einfach schwierig. Wobei halt so eine Parabole, wie wir die momentan sehen, und das ist mal ganz klar eine Parabole, die wird irgendwann bremsen, und es ist nicht selten so, dass wir dann erstmal einen ordentlichen Rücksetzer bekommen, und das müssen wir ganz klar erstmal miteinander besprechen, was dann hier kommt. Aber die Unterseite ist da, die können wir planen, Oberseite auch. Wenn wir hier oben echt der Deckel rausfliegt, dann ist weiter Weg nach oben offen, viel, viel Luft zur Oberseite hin. Mal schauen, wie es hier weitergeht oder ob die Notenbank irgendwann mal wieder eingreift. Das der Blick in das Währungspaar Euro-Schweizer-Franken, und damit hätten wir direkt auch schon einen der ersten Märkte hier in den Fragen besprochen. Dann haben wir noch die Frage zum Nasdaq, also hier an dieser Stelle gucken wir auf die Indizes, Thema Nasdaq, ja, Rock'n'Roll. Es geht weiter nach unten. Der Abverkauf ist hier längst noch nicht vorüber. Wir haben ganz klar einen Abwärtstrend in der kleineren Zeiteinheit. Wenn wir uns das Ganze mal kurz im großen Bild anschauen wollen, ist die letzte Bewegung, das war ja der Arm von hier unten, von 12.735 bis zum Allzeithoch hier oben um die Marke von 13.900. Was haben wir da oben im Hoch gehabt? Passt die Zahl? 13.905 ist das Hoch dort oben. Haben wir vollständig korrigiert. Gestern der Spike nach unten, dritt wieder stark nach oben gelaufen. Paul hat die Märkte gestern ein bisschen beruhigt, aber wir sehen, der Druck im Nasdaq ist wirklich massiv vorhanden. Der Aufwärtstrend hier, der grün markierte, ist allerdings weiterhin intakt, und wir müssen einfach mal schauen, wie es hier entsprechend weitergeht, ob der Markt schon rumdreht oder ob wir erstmal eine tiefere Korrektur sehen. Und wenn wir die dann sehen, dann ist das eher das Bild, wo wir dann in die Woche schauen müssen, und da haben wir ja einen ganz anderen Trendverlauf, und da ist viel, viel Luft zur Unterseite noch drinnen. Also da können wir noch einiges an Rücksetzern dann sehen. Aber nichtsdestotrotz, das ist der Tag hier an dieser Stelle, und das schauen wir uns jetzt mal kurz in der kleineren Einheit an, nämlich hier an dieser Stelle mal im Stundentrend. Das heißt, an dieser Stelle haben wir gut und gerne hier den Markt nach unten laufen. Wir sehen den starken Abwärtstrend auch laufen. Ich skizziere das mal eben ganz kurz an, damit man sieht, was ich hier meine, beziehungsweise worauf ich hier auch als Händler schaue, damit ich sehe, wann geht denn die Korrektur entsprechend zu Ende. Und da haben wir halt hier auch wieder ein gemischtes Bild, ne? Wir haben hier zunächst mal, Moment, ich will das rot haben, weil es ein Abwärtstrend ist. Also hier zunächst erstmal, schaut mal hier im Groben die Trendentstehung, das Ganze hier nach oben mitgezogen. Das ist Nummer 1. Ja, wir sehen aber auch Unsicherheit hier. Man hat dann zwischendrin mal hier einen kleinen Aufwärtstrend wieder hier an dieser Stelle. Zack, der ist kurz oben über dieses Level gesetzt. Und dann, ja, sind wir wieder direkt runtergelaufen, haben hier angefangen, wieder den Abwärtstrend aufzunehmen, entsprechend das nach unten zu laufen. Hier die kleinen Zwischenzacker immer hier mit rein. Ich zeichne das jetzt einfach mal auch mal mit ein.
Aber der Verlauf ist halt deutlich zur Unterseite hin zu sehen. Also hier die ganzen Innenstäbe zeigt halt, der Markt ist hier ziemlich durchgerutscht. Jetzt haben wir hier wieder so ein bisschen nach oben hin. Also der Markt ist schon ziemlich stark am Überlegen. Was brauchen wir für einen definitiven Trendwechsel? Man sieht es ja hier im Kleinen, ist der Markt hier in die korrektive Phase übergegangen. Wir haben auch im Kleinen einen Aufwärtstrend. Ein wichtiges Level zum Rausnehmen wäre mal tatsächlich dieser Bereich hier oben. Also wenn wir hier deutlich über die 13.350 Punkte Marke oben drüber gehen, dann wäre das schon mal ein sehr, sehr starkes Zeichen, weil dann haben wir quasi hier aus jetziger Sicht auch wieder einen Aufwärtstrend, der sich dann zunächst erstmal an diesen kleinen Zwischenhochs hier mit orientieren kann. Das wäre mal eine eingeleitete Wende, die wir hier sozusagen sehen. Aber das Thema, was halt hier den Technologieindex belastet, ist halt das Thema der steigenden Zinsen. Und die sind momentan nicht von der Hand zu weisen. Und steigende Kreditzinsen, das hatte ich ja auch schon mal avisiert, sind schlecht für die Unternehmen, für viele Unternehmen im Nasdaq, technologielastige Unternehmen, weil in diesen Bereichen sind häufig sehr, sehr viele kreditfinanzierte Projekte unterwegs. Und wenn dort die Zinsen stark steigen, ist das eine große Belastung für die Unternehmen. Und das wird sich dann auf die Gewinne auswirken. Und die Gewinne, das ist wiederum sozusagen ziemlich schlecht. Also das Ganze hier an dieser Stelle muss man an den Punkten so ein bisschen aus fundamentaler Sicht ein bisschen mit betrachten. Wie schon gesagt, die Umkehr steht ins Haus, aber diese starken Volatilitäten, die wir hier haben, die müssen wir halt erstmal einordnen und sehen, wann der Markt tatsächlich da ist. Hier, wie schon gesagt, eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wäre erstmal gut, über 13.350 Punkte, dann wäre eine gute Umkehr da, aber wie schon gesagt, die Schwankungsbreiten sind extrem, ja, würde mich nicht wundern, wenn es im Nasdaq einfach so wieder nach oben geht, aber ich denke mal, da ist momentan viel Unsicherheit in den Märkten, wie es hier weitergeht, und das muss man wirklich erstmal beobachten. Hier kriegen wir noch eine Frage, wie ich die bullische Kerze im Nasdaq interpretieren würde. Ich habe mal eine Frage, Manfred, welche bullische Kerze, in welcher Zeiteinheit? Ja, das ist mal das Wichtige, wenn wir uns den Tag anschauen. Ja, also die Tageskerze von gestern ist schon eine bullische. Ich gehe mal davon aus, dass man den Tageschart jetzt hier meint, ne? Also die vorletzte oder den Stundenchart, das weiß ich jetzt nicht. Bitte einfach nochmal kurz die Zeiteinheit dazu schreiben. Wenn ich auf Tagesbasis gehe, im Tag, also die von gestern. Was soll ich sagen? Die Kerze hat für mich noch keine Aussagekraft. Solange wie sie nicht bestätigt ist. Also heißt also an dieser Stelle, solange der Markt nicht über das Vortagshoch drüber geht, hier oben, ne, über diese Marke, das Hoch haben wir gehabt bei 13.338. Ich gebe dem Ganzen mal kurz die richtige Zahl. Solange wie wir da nicht drüber laufen, ist diese Kerze für mich einfach nur eine Tageskerze, die eine ziemlich, sag ich mal, volatile Phase darstellt und nicht mehr und nicht wenig. Also die hat zwar kurzfristig einen deutlich bullischen Charakter gehabt, einfach dadurch, dass der Markt hier nach oben gelaufen ist, aber ob diese Kerze tatsächlich eine marktbreite Kerze ist oder ob das nur eine kurzfristige Gegenreaktion gewesen ist, weil wir hier unten so stark in diesen Supportbereich reingelaufen sind oder an diesen Bereich rangelaufen sind. Die Bestätigung steht halt offen. Also ich sehe schon, was hier passiert ist, aber ich möchte dieser Kerze nicht den Namen bullisch geben. Das ist für mich noch längst nicht der Fall. Denn schaut mal hier oben, das ist das wichtige Hoch hier, ne? Und da müssen wir erstmal drüber. Und wenn wir da tatsächlich drüber gehen, dann zeigt sich, dass der Markt in einer Verfassung ist, dass er doch wieder nach oben möchte. Solange wie das nicht der Fall ist, ist das halt nicht der Fall. Also diese Kerze hätte für mich einen deutlich bullischen Charakter, wenn wir schon den Abwärtstrend hier rausgenommen hätten.
Ja, gut, man kann jetzt hier dazu sagen, okay, wir haben ja hier sozusagen das Trendhoch rausgenommen, was da ist. Aber wenn wir uns das mal anschauen, in meinen Augen von der Lesweise her, das ist der Bewegungsarm, der letzte in der Abwärtsphase. Ja? Und der hat hier zwar kurz innegehalten, aber das war alles innerhalb dieser Kerze. Da gab es überhaupt nichts. Ne? Und wenn wir das mal sehen, als wir hier die Kerzenhochs angelaufen sind, ist hier sofort wieder Schwäche reingekommen. Also das ist schon ein bisschen von der Lesweise her schwierige Situation. Und weil die Unsicherheit halt da ist, möchte ich da lieber eine Bestätigung haben. Und die Bestätigung, dass diese Kerze, diese Aufholjagd von gestern tatsächlich ernst gemeint ist, die sehe ich halt erst, wenn wir tatsächlich übers Kerzenhoch von gestern drüber gehen. Und dazu brauchen wir natürlich die Bestätigung, hier übers aktuelle Tageshoch drüber zu laufen. Das heißt hier oben über dieses kleine Zwischenhoch. Dann haben wir hier nämlich auch im größeren Bild, also nicht nur hier in dieser wackeligen Umschwungphase, sondern auch im größeren Bild einen Aufwärtstrend, wo man sieht, der Markt meint es schon ernst. Und das ist die erste Voraussetzung, dass wir hier tatsächlich das Vortageshoch rausnehmen. Wenn das passiert, dann direkt die Oberseiten mit anlaufen, weil dann könnte es eine ordentliche Gegenbewegung geben und das sollte man sozusagen dort mit auf der Uhr haben. Also so ist quasi mal der Blick an dieser Stelle. Also das hier mit dem Thema Nasdaq beziehungsweise auch der Kerze von gestern. Jetzt sehe ich hier gerade mal, weitere Fragen haben wir nicht. Dann gehen wir noch mal ganz kurz hier auf den Goldchart. Wir sehen es, Gold ist ja schön nach oben gelaufen. Ich gehe jetzt hier nicht in die tiefen Details, aber was wir halt sehen, der Abwärtstrend ist intakt. Hier oben in diesem Schwungbereich um die 1814 US-Dollar kam direkt wieder Schwäche rein. Wenn wir jetzt hier wieder rumdrehen, dann haben wir die, sage ich mal, Top-Bildung im kleineren abgeschlossen und das spricht dann dafür, dass wir wieder in diese Abwärtssequenz eingehen und eher die Unterseite sehen. Und das ist halt alles etwas, das hängt ein bisschen mit der Entwicklung im US-Dollar zusammen. Ja, dessen Stärke oder Schwäche hat hier viel, viel Einfluss drauf und deswegen ist es momentan wirklich wichtig zu sagen, wie geht es hier weiter? Sollten wir hier oben übers Tageshoch von gestern drüber gehen, beziehungsweise von vorgestern, dann haben wir gute Chancen, weiter nach oben mit rein zu laufen, haben wir ein paar schöne Anlaufpunkte, fallen wir allerdings wieder unten ab, weil der US-Dollar stärker wird und die Kuh ist halt noch, oder das ist halt noch lange nicht ausgegoren, wie es da auch weitergeht. Das ist wirklich ein echtes Thema und das wird den Goldpreis entsprechend auch bewegen. Also da, wer das Ganze hier auf der Uhr hat, immer so ein bisschen auch auf den US-Dollar schauen oder den DX, den Directional Index und das kann man dann gut als Indiz nehmen, wie es an dieser Stelle weitergeht. Und dann noch kurz der Blick in den DAX an dieser Stelle. Den sehen wir im Kleinen jetzt natürlich zur Handelseröffnung mit ein bisschen Stärke hier zurückkommen. Wir schauen mal eben kurz in den Stundenchart rein. Da sehen wir weiterhin den intakten Abwärtstrend. Also wir hatten ja hier eine Abwärtssequenz, dann eine Korrektur, dann hier die nächste Abwärtssequenz und die hat halt mehrfach nach unten auch geschoben. Hier an dieser Stelle mit Blick in den DAX. Wir müssen ganz klar hier erst einmal oben drüber über die Marke von 13.922 kommen. Das wäre dann gut von der Seite zu sehen für die Long-Seite. Wenn wir tatsächlich dort oben drüber schieben, dann können wir als nächstes Mal hier oben dieses ehemalige, naja, es war mal ein Support hier drüben gewesen, aber jetzt ist es eher ein Widerstandslevel. Die runde Marke von 14.000 Punkten, die kommt dann erstmal wieder ins Visier und da wird sich entscheiden, ob der Markt dieses Level tatsächlich jetzt schon bereit ist zu kaufen oder ob man dort erstmal nur quasi eine tiefe Korrektur des letzten Abwärtsrutsches sieht und wir dann wieder rumdrehen. Das bleibt sehr, sehr interessant und für diejenigen, die es im Kurzfristbereich mit anschauen wollen, gehen wir mal eben in den 5-Minuten-Chart rein. Hier sehen wir, das war die Korrektur, das Ganze ging nach unten und jetzt müssen wir tatsächlich hier oben drüber raus, um wieder die Aufwärtsphase mit aufzunehmen und dann haben wir gute Karten, hier oben raufzulaufen. Fallen wir allerdings von der knapp 13.920 Punkte Marke wieder zurück zur Unterseite, dann können wir hier planen, wo es hingehen kann. Hier das erste kleine Zwischentief um die Marke von 13.844, gefolgt von den kleinen Lows hier. Wie schon gesagt, das ist der 5-Minuten-Chart, ja. Das ist hier die Marke von knapp 13.800 Punkten. Da sehen wir, da gab es hier drüben auch schon immer wieder mal Berührungspunkte, die der Markt auch beachtet hat. Fällt das weg, haben wir noch hier in diesem Bereich die 13.787 Punkte Marke im nahen Bereich. Und wenn das auch alles nichts hilft, dann hier der nächste Anlaufpunkt auf der Unterseite mal 13.713 und dann das Zwischentief hier unten.
um das Level von hier, wo haben wir es stehen, bei 13.661. Also wir sehen, wir haben hier einiges an Punkten, die unter den extrem hohen Volatilitäten momentan durchaus im greifbaren Bereich sind. Müssen wir schauen, wo es hier hingeht. Der DAX hat auf alle Fälle auch eine gute Chance zur Gegenbewegung, aber man muss momentan wirklich sehen, wie sich das ganze Geschehen entsprechend weiterentwickelt, und der Markt spielt momentan eher gerne mal die schlechten Nachrichten nach unten hinaus. Auf alle Fälle bleibt das hochinteressant, und wir sehen es im DAX ja auch. Wir haben mittlerweile einen kleinen Abwärtstrend auch da, hier an dieser Stelle. Wartet mal, ich nehme hier die Marken nochmal ganz kurz raus, die hier drinnen liegen, die wir jetzt nicht so zwangsweise brauchen. Die 14.000, da lassen wir mal noch drinnen. Aber hier an dieser Stelle sehen wir es halt, der Trend ist nach unten erstmal da. Der große Trend ist weiterhin intakt. Hier, wenn ich das mal ein bisschen kleiner mache, also das, was wir hier im höheren Zeitrahmen haben, schaut mal hier, es trendet weiter schön nach oben. Wir sehen jetzt hier die korrektive Phase, und die korrektive Phase läuft halt in einem Abwärtstrend auch drinnen. Und solange wie dieser Trend nicht rausgenommen ist, bleibt er halt weiter auch intakt und sozusagen da. Wichtig wäre es jetzt hier, die 14.000er Marke rauszunehmen, dann haben wir gute Chancen, wieder hochzulaufen. Ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann werden die Leute verstehen, dass das Angstgespenst der Inflation überhaupt nicht so schlimm ist, wie das, was jetzt gespiegelt wird. Aber mehr dazu am Freitag. So, hätten wir auch das miteinander besprochen, dann würde ich mal sagen, Wunschmärkte sind an dieser Stelle entsprechend durch. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Planen Sie den Trade, traden Sie den Plan, und dann läuft das. Danke und bis morgen um 8:30 Uhr an gleicher Stelle. Tschüss.